Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge über die Vorteile von Elektro-Lkw. Diesmal wollen wir uns ganz der Nachhaltigkeit widmen. Und das ist unschwer zu erkennen, weil ich stehe hier nämlich vor einer Windkraftanlage. Wenn man Elektro-Lkw betreibt, dann sollte der Strom dafür ganz klar aus erneuerbaren Energien kommen. Sonst macht das Ganze wenig Sinn. Wenn man das aber tut, dann macht es sehr viel Sinn. Und dann kann man auch die Nachhaltigkeitsziele erfüllen, der Politik auf der einen Seite und der Unternehmen auf der anderen Seite. Ja, mittlerweile haben sich tatsächlich viele Unternehmen selbst ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesteckt. Eins davon ist Renus. Und zu Renus nach Hobbegarten in der Nähe von Berlin habe ich meinen Kollegen Norbert Böwing geschickt. Renus Home Delivery ist als Teil von Renus Logistics Auslieferungspartner vieler großer Unternehmen und dabei längst nicht nur mit Lkw unterwegs. Soeben investierte das Unternehmen in den Ausbau seiner Elektroflotte und nahm das 300. Fahrzeug in seinen Fuhrpark auf. Vor allem in Ballungsräumen leistet Renus Home Delivery damit einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Logistik. Bei mir ist jetzt Jan Pfisterer, Projektmanager Operations Last Mile der Renus Home Delivery. Last Mile, letzte Meile. Tag, Herr Pfisterer. Sagen Sie mal, lassen Sie uns gleich in Medias Res gehen. Welche Ziele verfolgen Sie denn in Sachen Nachhaltigkeit? Ja, wir als Renus Home Delivery wollen unseren CO2-Fußabdruck erheblich reduzieren. Ein großer Hebel ist dann natürlich unsere Lieferflotte, die wir jetzt nach und nach auf elektrisch umstellen wollen. Darüber hinaus werden auch unsere Standorte grüner. Wir setzen auf LED-Beleuchtung, auf Ökostrom und haben zum Teil PV-Anlagen. Dafür interessieren sich natürlich unsere Zuschauer. Es geht um Elektrotransporter, es geht um Elektro-Lkw. Ja, über welche Zahlen reden wir da überhaupt? Können Sie es mal erklären? Ja, zunächst einmal spielt die Flottenelektrifizierung bzw. alternative Antriebe schon seit Jahren bei der Renus Home Delivery eine zentrale Rolle. Bereits vor 10 Jahren haben wir die ersten Tests gemacht. Mittlerweile umfasst unsere Lieferflotte ca. 300 elektrische Nutzfahrzeuge. Reden wir darüber, was die Fahrer dazu sagen. Sagen die, ja, wunderbar, alles klasse, alles prima. Wenn man genau genommen in dem Stil den Fuhrpark verändert, müssen die Fahrer daran ihren Anteil haben. Wie reagieren die Fahrer darauf? Ja, den Fahrer ist in erster Linie wichtig, dass das Fahrzeug zuverlässig ist. Der Fahrkomfort spielt eine zentrale Rolle und die Fahreigenschaften. Darüber hinaus, und das ist der große Vorteil, sind diese E-Fahrzeuge sehr, sehr leise. Das heißt, es entschleunigt auch bei der Fahrt den Fahrer und damit steigt natürlich auch seine Zufriedenheit. Sie arbeiten, liefern aus für große Unternehmen. Damit natürlich zwangsläufig auch die Frage, die Auftraggeber, die bekommen das auch mit. Reagieren die darauf oder ist denen das egal? Ja, auch unsere Kunden haben ambitionierte Klimaziele. Das heißt, wir können da am Markt als klimaneutraler, attraktiver Dienstleister auftreten. Und das sorgt natürlich für Anklang. Darüber hinaus für unsere Endkunden. Die freuen sich natürlich auch über ein Ballungsgebiet, wo der CO2-Ausstoß reduziert wird. Und das können wir durch unsere CO2-neutrale Lieferflotte garantieren. Die Umstellung auf einen Elektrofuhrpark ist natürlich genau genommen ein gigantisches Unterfangen. Was an Herausforderungen ist denn da erforderlich? Es verlangt ja tatsächlich auch sehr gründlich, seine Hausaufgaben zu machen. Ja, also in erster Linie ist es wichtig, die passenden Fahrzeuge zu finden, also Hersteller, Fahrzeugtypen, die eben auf das Geschäftsmodell passen. Dann ist es so, dass wir gewissen Auftragsschwankungen unterliegen. Das heißt, wir haben Zeiten, wo es mehrere Aufträge gibt. Und da brauchen wir eine atmungsaktive Flotte und müssen auf einen Mietmarkt zurückgreifen, den es in der Form, den wir benötigen, aktuell nicht gibt. Dann haben wir das Thema Ladeinfrastruktur, sowohl am Standort als auch außerhalb vom Standort. Hier müssen wir als Logistikdienstleister für Lademöglichkeiten sorgen, für Ladekonzepte sorgen. Und das ist ein komplett neues Feld für uns. Die Elektromobilität geht ihren Weg, das aber kostet alles Geld. Ja, wie sieht es denn aus mit der Finanzierbarkeit solcher Projekte? Wie sieht es aus mit staatlichen Förderungen? Also was wir gerade dringend benötigen, ist ein Investment in öffentliche Ladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge. Alles, was es bisher gibt, ist fast ausschließlich für den Pkw-Bereich ausgelegt. Und hier würden wir uns weitere Förderungen wünschen, die genau in diese Investition abzielen. Elektromobilität bietet der Logistik neue Chancen, neue Perspektiven. Wie sehen Sie das? Ja, erhebliche Chancen. Zum einen, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, was ein erheblicher Hebel ist. Aber natürlich wollen wir uns am Markt als CO2-freundlicher, als umweltfreundlicher, attraktiver Logistikdienstleister präsentieren. Herr Pfisterer, vielen Dank für das Gespräch und damit zurück zum Kollegen Julian Hoffmann.
Ja, man kann es drehen und wenden, wie man will. Man kann auch über die Antriebsbatterie diskutieren, die natürlich CO2 verursacht in der Produktion, oder über seltene Erden. Trotzdem unter dem Strich, Elektro-Lkw schneiden in Sachen Klimafreundlichkeit einfach besser ab als Diesel-Lkw. Und deswegen sind sie ja auch so ein wichtiger Punkt in der Nachhaltigkeitsstrategie so vieler Unternehmen. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt über die Vorteile von Elektro-Lkw, dann kann ich euch unsere Serie dazu wärmstens ans Herz legen. Bis dahin sage ich Servus, ciao und gute Fahrt euch.